Hallihallo, ihr lieben Menschen da draußen. Es ist wieder Zeit für die Topspielprognose. Wir haben Samstagabend, fast Primetime, aber man kann schon sagen, Fußball-Primetime ist es auf jeden Fall. Und ja, was haben wir dann Schönes? Wie du schon so schön gesagt hast, Ostküste gegen Westküste, ne? East Coast gegen West Coast. West Coast, ja. Holstein Kiel, ne, ist ja wieder eine Ehrenaufgabe wieder für dich, ne, als Kieler, ja. Und absolut. Genau. Und SV Werder Bremen darf meine Wenigkeit nehmen. SV Werder Bremen jetzt mit dem dritten Trainer am Start. Da der Co-Trainer oder besser gesagt momentan Interimstrainer sich auch mit Corona angesteckt hat. Jetzt darf der U19-Trainer dran vom SV Werder Bremen. Hoffen wir mal, dass dem nichts passiert, weil schon, ja, muss vielleicht noch Frank Baumann dran. Man weiß es nicht. Ja, es ist alles noch dubios. Werder Bremen immer noch, das schwebt ja immer noch wie so ein Demoklesschwert über dem Verein, immer noch diese Affäre mit Markus Anfang. Ich habe da auch nur gesagt, mein Gott, wenn er doch behauptet, er war impfen, dann kann er doch auch sagen, wo er impfen war und dann testet man das. Ne? Also die Personalie ist ja dann festgelegt worden, ne? Wenn er das sagt. Aber er hat ja auch gesagt, er hat sich in Köln impfen lassen, da haben sie es prüfen lassen und tatsächlich tritt da die Personalie Markus Anfang nicht auf. Schwierig. Bin mal gespannt, was das, wie das weitergeht. Kann von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr alles passieren. Was noch schlimmer wäre, wäre natürlich, dass er die Lizenz entzogen bekommt. Das wäre ganz krass. Ja. Das wäre quasi das Ende von Anfang. Ne? Verstehst du? Ne? Ja. Ja. So, nein, wir hoffen, also ich mag den Trainer, ja. Ich habe durchaus Sympathien mit ihm. Und so weiter und so fort. Gerade was er auch in schon damals ja auch in Kiel verrichtet hat, ne, ist ja ein, hat ja, hier mit Kiel hat er ja das erste Mal Zeichen gesetzt und so weiter und so fort. Da war er durchaus sympathisch. Köln, das hat da nicht so gepasst, aber ich denke, bei Bremen, jetzt mit dem ganzen Umbruch und so weiter, da war vieles jetzt eigentlich irgendwie richtig und am Laufen. Deswegen ist irgendwie, also mir tut schon leid, ja. Aber gut, bringt ja alles nichts. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Wenn er dieses Vergehen begangen hat, dann muss er mit aller Härte da bestraft werden. Natürlich, er ist ja auch nicht gefeuert worden, er ist selber zurückgetreten. Wenn er ja seiner Schuld nicht bewusst wäre, hätte ich mit allem, also gut, ist halt so eine Sache, ne. Da können wir jetzt auch drüber streiten. Wenn du halt, wenn der Verein dann sagt, ja, weißt du, jetzt steht dein Wort gegen das andere und dann nicht voll und ganz hinter dir steht, dann willst du vielleicht auch nicht bei diesem Verein bleiben. Ne? Das kann schon sein. Das weiß ich halt nicht. Ne? Komm, wir bringen mal wieder den Friedel, der ist ja wieder gesund. So, genau. Ansonsten, warte mal, ich hatte die, glaube ich, auch schon. So, ja. Ach stimmt, ich hatte die ja. Nee, Quatsch, du hattest die letzte Woche. Stimmt. Wo du die fulminante Aufholjagd gestartet hast. Gegen stimmt, Schalke. Stimmt. Im Endeffekt ging es ja 1-1 aus. Ihr wisst ja, was da los war. Mit diesem Elfmeter, der auch noch geprüft wurde und trotzdem als Elfmeter noch anerkannt worden ist. Tja, ja. Das ist natürlich, also keine Ahnung, ne? Also man sagt ja, wenn es jetzt Tatsachenentscheidung wäre, also wenn es jetzt irgendwie ganz normal, wenn man gesagt hätte, okay, ich habe da irgendwie falsch gestanden, der Winkel und so weiter und so fort, da hat es für mich ausgesehen wie ein Foul, weil durchaus, wenn du halt so und so stehst, da hätte man durchaus sagen können, okay. Aber er kann sich ja in mehreren Kameraeinstellungen anschauen oder selbst die Kellner Keller, die hätten das auch schon sehen müssen und das ist, ja, naja. Alles ein bisschen schwierig.
So. Also keine Ahnung, was sie da gesehen haben, aber faul war das nicht. Gerade die Schalker, die brauchen jeden Punkt. Und da kommt Werder Bremen gleich mal gefährlich vor das Kieler Tor. Und Mensch, Gelius kommt er denn stürmt so heraus. Ja, es passiert momentan viel im Fußball, was mich auch geschockt hat. Aguero hat seine Karriere an den Nagel gehangen. Halt aufgrund halt auch der Verletzungen und so weiter. Oh nein, ey. So ein guter Fußballer. Und ja. Weiter. Toprak. Füllkrug. Schöne Reingabe, aber die Kieler sind da. Das ist ein kampfbetontes Spiel. Mensch, Bartels! Was machen die denn? So, Asale, da ist er ja. Soll er mal reingehen in den Strafraum? Nee. Lass den mal schön draußen da. Der kann jetzt einen neuen Trick. Er ist jetzt mit dem neuen Patch reingekommen. So. Oh Mann. Oh. Komm, steh auf da! Mann! Ah, shit. Gut, klar. So. Oh, Mann. So, Reingabe von Bartels. Der ist gut! Oh! Oh! Aber der ist doch heiß! So, aber vielleicht. Scheiße! Direkt der Konter. Der war gut! Und die rennen wieder hinten nur stumpf hinterher, Alter. Ich hasse es. Da breche ich. Können wir gleich abbrechen. Ja, ja, na, nee, so ein Quatsch, nee. So ein Blödsinn. Nee, ist ja. Alter, mein Herz schon wieder, weißt du? Ey. Dann könnte ich leider nicht auswechseln, es geht leider nicht. Muss da auf dem Platz bleiben, Schnappi. Schwierig, ey. Schwierig. Ich hasse FIFA manchmal so sehr, ne? Ja, ich glaube, das würden viele unterschreiben. Das war wie mit einer Dauerkarte vom Lieblingsverein. Das letzte Mal, wo ich mir eine Dauerkarte geholt habe. Das letzte Mal. Und dann ein Jahr drauf wieder. Genauso verhält sich es auch mit FIFA. Ja. Das letzte Mal, wo ich mir FIFA geholt habe. Ja, ich meckere zwar auch immer jedes Jahr rum, aber holen tut ja, mir klar. Trotzdem. Es ist einfach, es geht einfach was nicht ohne. Was mich gewundert hat, tatsächlich, Toprak, oh! Dass tatsächlich bei YouTube, jetzt bei den Einstellungen, wenn man einstellen will, was für ein Spiel es ist, nicht mehr FIFA 22 drin ist. Das heißt jetzt irgendwie EA Sports Compassion 22 und so weiter, wo ich auch schon gedacht habe, so, hä? Hä? Ja. Okay. Das normale FIFA 22 haben sie rausgenommen. Vielleicht ist auch wieder drin. Oh. Mann, jetzt müssen wir aber aufpassen. Füllkrug. Aber da geht keiner mit. So. Da ist Duxch. So. Und es gibt eine Ecke für Werder.
Guter Antritt. Oh. Obwohl er so alt ist, ne? Ach nee. Ja, ja. Ja, ich hätte aber auch gedacht. Oh, komm. Das ist so schlecht, ey. Dass man dann so leicht wieder den Ball verliert. Echt wenig Platz hier. Ah. Oh. Boah. Da macht der eine den anderen Fehler. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn er da abschließen hätte können. Oh, komm. Oh. Oh Gott, ey. Nee. Da könnte ich schon wieder ausflippen. Komm schon, Asale. Jeder hat Angst, an der Asale ranzugehen. Oh. So. So, jetzt siehst du, dass wir keine Angst haben. Ey, was soll denn die Scheiße? Da könnte ich kotzen, könnte ich da! Mann! Uiuiuiui. Da kriegt der Lorenz. Wie kann man so den Ball vertändeln? Und da kriegt der Lorenz noch. Ein Arschtritt kriegt der. wenn das so weitergeht. Ja, genau. Dux. Da Dux mich weg hier. Wenn da Dux schießt, da Dux mich weg. Hat er sie gezückt? Oh ja, er hat sie gezückt. Lächerlich. Es ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, dieses Spiel, ey. Das war gelb, nicht mehr. Ja, hätte ich auch so unterschrieben. Wäre ich auch vollkommen mit d'accord gewesen. Ich hatte eher Angst, dass es jetzt Lorenz war. Oh, da ist er noch dran. Da ist er noch dran. Das heißt Eckball für Kiel. Torwart kommt erstmal nicht raus. Das gibt es doch nicht! Oh! Ja, okay. Jetzt darf ich mich auch mal. Aber die Kieler Fans immer noch unterstützen ihren Verein nach wie vor. Null zu null geht's in die Halbzeitpause. Chancen hüben wie drüben und jetzt Holstein Kiel war sogar, hatte jetzt noch ein paar hundertprozentige, aber da hatte Paar Flenker doch was dagegen. Nun ja, schauen wir mal. Kieler müssen natürlich jetzt mit einem Mann weniger auskommen. Mal schauen, wie sie jetzt die zweite Halbzeit bestreiten werden. Wird sicherlich nicht einfach. Nee, das auf keinen Fall. Mann, ey, echt, gelb hätte so von ausgereicht. Ja, ich erinnere noch an. Ich hatte doch auch mal was gehabt. Weiß gar nicht, wer es damals war. Da war auch locker gesagt rote Karte und dann war es bei mir nur gelb. Und ich war wirklich letzter Mann und alles. Ja, ich erinnere mich.
Oh, was war denn das jetzt? Okay. Abseits. Aber. Ach ja. Ja, lauf doch! Was ist denn das? Tesco gerade hingewechselt und läuft da wie so ein Truthahn, Junge. Ja, ist ja auch Thanksgiving. Ja. Kommst du wieder nicht hinterher? Ah! Oh, ich bin ja jetzt mit zwei Bällen, ja. Von lieber mal die Leute mit der gelben Karte auswechseln, ja, das ist mit sowas kann. Oh! Er hat drüber weggestolpert, mehr ist er nicht. Ah, schade. Sagt er, ne? Wenn aber jetzt sein Controller wieder gerampelt hätte, ne? Wäre wieder Polen offen wieder gewesen, ne? Hä? Ah. Da hat er echt. Shit. Sehr gut. Ach komm, sehr ey. Guter Prag. Feiert er sich wie beim letzten Spiel gegen Schalke, wo er da noch einen weggegrätscht hat in letzter Sekunde. Ah, schade. Gut gedacht von Duksch, aber. Oh, da ist er zu weit weg. Aber Pavlenka. Das gibt es nicht. Pavlenka. Oh, weg damit. Alter, wer kriegt, hä? Bitten Gott. Ich krieg nicht meinen an. Scheiße, da wollte er zu viel. Och Mann. Ich hasse es, ey. Es geht mir so auf den Sack. Ja, leck mich am Arsch. Und da ist Duksch. Könnte ich schon wieder. Da ist Duksch. Ganz ehrlich. Mann. Der Torwart war gerade noch so dran, aber konnte ihn leider nicht entscheiden. Ablenken natürlich auch die Distanz. Viel zu kurz. Das da. Der Marvin. Ah ja, warum nicht? Ja, legt sich den Ball selber vor und haut ihn ins Aus, ey, komm. Lächerlich, dann lass es doch gleich sein. Was soll das? Schade. Oh, Pavlenka! Jawohl, er ist wieder da. Ach komm, ey. Und da ist Duksch. Er zeigt es auch noch an. Mark my words. Duksch für Deutschland. Ah.
gut gemacht wieder von Toprak. Der ist. Die haben keine Ideen, haben die. Keine heute Ideen. On point. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Und da kann auch Wawrinka diesmal nichts machen. Porat. Oder war es Pilcher? Nee. Pilcher, genau. Pilcher. Oder Pischler. Kommt jetzt Kiel nochmal ran. Alles ist möglich. Das ist die Frage. Wieder komplett alleine da. Steh auf! Ja, Van den Berg. Scheiß Van auf die Berg. Gelbe. Van den Berg. Macht der Mitchell Weiser rund. Und der geht auch. Bartels geht auch. Ja, für den alten Mann reicht's auch. Porat kommt. Geht da noch was? So nicht. Abseits. Ach, abseits, ach komm, ey, ach leck mich doch mal alles. Am Anus, auch sehr schön. Scheiße. Ja, jetzt rennt der da wieder durch. Oh! Na, Alter! Abgefälscht! Alter! Nee, doch nicht. Alter, schlecht. Schlecht gehalten. Boom! Hat's gemacht. Boom! Ja, wow. Gerade erst eingewechselt. Scheißen Dreck. Joker-Qualitäten besitzt er. Der ist aber abseits, oder? Hä? Das ist abseits. Der war außerhalb, der war hinter dem. Der war hinter der weißen Linie, oder nicht? Ja, jetzt pfeift der abseits, oder was? Bescheuert? Nee. Was hat der denn jetzt gepfiffen? Das ist abseits. Der war doch hinter der weißen Linie. Komm, Rehse, lauf! Ja, hör, brech doch nicht ab da oben! Alter! Oh ja. Pischler. Wieder Pischler, oh ja, ja. Gegen die Laufrichtung, sehr gut gemacht. Leider wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. 3 Minuten. Ah. Ja. Letzte Möglichkeit für die Kieler in Unterzahl. Ach Gott, wenn man dann sowas sieht, dann ist auch vorbei. Das einfach mal weggehauen. Ja. Dann geht noch was. Aber da ist Toprak. Noch eine Ecke. Und da ist der Torwart draußen. Da ist der Torwart draußen. Sie riechen noch mal ihre Chance. Oh! 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 Was macht es? Schade. Was für ein Spiel, alter Verwalter. Oh. Mann. Die Kieler waren dran. Meine Fresse, was für eine Schlussphase. Krass. Meine Fresse. Dux heute kein Hattrick, aber Doppelpack reicht auch heute, um die 3 Punkte von Kiel zu entführen. Lieber Schnappi, was sagst du dazu? Ja,
Also unterhaltsam war es auf alle Male, also Wahnsinn. Es hat super Spaß gemacht. Man hat Chancen gesehen, hüben wie drüben. Also trotz der roten Karte hat Kiel echt noch versucht, sich zurückzukämpfen. Absolut. Hat leider nicht ganz gereicht. Da haben wir nochmal den Videobeisage. Ja. Asane hat diesmal alles richtig gemacht. Oh, Da war ja, der und Kontakt das da. von Wahl, das Foul von Wahl ist für mich aber auch Nee, nur eine ja, gelbe das Karte stimmt gewesen. absolut, ja. Aber war unterhaltsam. Also da kann jedes Fanherz aufgehen, sage Ja, ich und mal. die Hose. Ja. In diesem Naja, Sinne. die Hose würde mir nur aufgehen, wenn ich gewonnen hätte, aber Ah sonst. ja, das stimmt. Naja, Ja. bieten sich immer ja wieder schon. Oh, das, ja, nee, das war gar nicht das. Also das von Boom war für mich das Tor des Tages, tatsächlich. Ja, absolut. ja, krasse Geschichte, war ein richtig geiles Nordderby, wenn man so will, ne? Und ja, hat auf jeden Fall Spaß auf mehr gemacht. Könnt ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Könnt natürlich auch ein Like da lassen. Da ist es. Da sehen wir es jetzt. Ja. Hammerhart. Da hat sich der Torwart echt verschätzt, Ja, ey. Hätte ich nicht krass. gedacht. Ja, das war's von uns mal wieder. Und bis zur nächsten Top-Spielprognose, die sicherlich kommen wird. Seid dann wieder mit dabei. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ciao, ciao und bye bye. Ja, macht's gut.